Im Rennen um die spanischen Parlamentswahlen haben sich die Hauptkandidaten einen Schlagabtausch über die Themen Arbeit und nationale Identität geliefert. Während Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez beim ersten TV-Duell am Montag noch von seinen Kontrahenten in die Mangel genommen worden war, konzentrierten sich Pablo Casado und Albert Rivera, die Anführer der Volkspartei und der Ciudadanos, am Dienstag vor allem aufeinander. Sie hatten Gelegenheit, sich zum Beispiel zur Wirtschaft, zur Arbeitslosigkeit und zur Gewalt gegen Frauen zu äußern, aber die Katalonien-Frage war allgegenwärtig und der Hauptpunkt, an dem die Kandidaten aneinander gerieten. Nicht eingeladen zur Debatte war die ultranationalistische Partei Vox, da sie nicht im aktuellen Parlament vertreten ist. Sie könnte bei der Wahl am Sonntag auf bis zu 10% kommen und mit Ciudadanos koalieren.